Willkommen zum FAQ Fragen und Antworten, wie du Network Marketing online aufbauen kannst ohne Namensliste. Darum geht es jetzt in den nächsten Minuten. Ich stehe da und ich warte dann auf die Fragen von euch. Und ja, also wenn das für dich ein Thema ist, wenn du sagst, gut, ich möchte meine Freunde nicht mehr ansprechen, meine Familie, Verwandte und so weiter, dann bist du hier ganz komplett richtig. Also, lasst uns gleich am besten starten. Ich öffne nur parallel meinen Bildschirm, damit ich da ein bisschen besser auch mitlesen kann. Und ich hoffe, dir geht's gut. Und bevor du deine Frage reinschreibst, ist eines noch wichtig. Du kannst dich hier vernetzen, also mit anderen Networkern. Und da sind schon tolle Arbeitsgemeinschaften entstanden. Wenn du das möchtest, auch wenn du in der Aufzeichnung bist, dann einfach Postleitzahl und Ort mitteilen. Und damit könntest du dich selber raussuchen, wo wohnt der eine, wo wohnt der andere. Du kannst auch dazu schreiben, was du für Produkte verkaufst. Bitte keine Firmennamen, wollen hier keine Werbesendung draus machen. Aber ja, so wie die Brigitte und die Nadi etc. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut. Ja, servus, hallo. Heute habe ich meine Kommentare sogar wieder hier am Handy stehen. Also gut, da brauche ich nicht immer rüber schauen, aber mittlerweile bin ich schon gewohnt. Gut, ich werde am besten starten mit einer Frage, die da schon in der Gruppe drinnen steht und zwischenzeitlich, nachdem du Postleitzahl, Ort reingeschrieben hast etc., kannst du dann auch deine Frage deponieren hier. Ich bin bereit. Der Tobias schreibt hier rein, ja, geht super, zweite Karrierestufe im zweiten Monat, so muss das sein. Dank dir, Willi Prokop. Das freut mich. Das sind natürlich so Dinge, die uns aufbauen, lieber Tobias. Super, dass du das reinschreibst und wenn jemand gute Nachrichten hat, einfach reinschreiben. Also geht nicht um gute Nachrichten von mir oder durch mich, sondern einfach, wenn du was Gutes zu sagen hast, ja, sag's weiter, weil ich glaube, das kann jedem einfach helfen. Und ich sehe schon, da machen schon einige mit. Ist ja spannend, wo ihr alle her seid, ne? Aus Hamburg. Bardolino, okay, und aus Wien, aus meiner Geburtsstadt, die Elisabeth. Gut, da ich werde einfach mal eine Frage rausnehmen. Ich habe die eigentlich schon mal beantwortet, aber ich mache sie trotzdem von der Marion. Macht es Sinn, eine Gruppe für die Kundengewinnung und eine Gruppe zur Partnergewinnung gleichzeitig zu machen? Da habe ich mal ein sehr umfangreiches Video gemacht. Kundengewinnung und Partnergewinnung, ja. Sollte man beides trennen. Und wichtig ist dabei, dass man aber den Fokus für 6 Monate, zumindest für 6 Monate, entweder auf Kundengewinnung oder auf die Partnergewinnung lenkt. Also das wäre wichtig. Gut, ich würde sagen, ich werde mich jetzt hauptsächlich um die Fragen kümmern, die da jetzt reinkommen. Wenn keine sind, dann ist es halt das kürzeste Live, das ich je gemacht habe. 2 Minuten, wenn nur Zuschauer da sind. Also du hast jetzt die Chance, dass du deine Frage hier hineinschreibst. Vielleicht habe ich schon übersehen. Okay, da. Die Elisabeth fragt, brauche ich zusätzlich zur Lernplattform meiner Partnerfirma ein eigenes Webinar oder kann ich diese verwenden? Also ich verstehe leider die Frage nicht ganz. Vielleicht kannst du es noch ein bisschen genauer reinschreiben, aber ich vermute es mal. Grundsätzlich, wie soll ich es ausdrücken? Also jede Network-Marketing-Firma hat ihre eigene Trainingsplattform, ja, irgendwo man, wo man Unterlagen runterladen kann, wo man sich informieren kann, Marketingplan erklärt ist und so weiter. Ich muss ehrlich gestanden sagen, ich war in 10 Firmen und in keiner dieser 10 Firmen hätte ich jemals eine Plattform entdeckt, die das Wichtigste für mich abdeckt. Das Wichtigste für mich ist nicht der Marketingplan, sind nicht die Produkte und nicht die nächsten Produktschulungen. Das Wichtigste ist nur, wie bekomme ich neue Kontakte? Das ist das Wichtigste. Wenn du das nicht löst im Network Marketing, ist es schön, dass du den besten Marketingplan hast, die besten Produkte. Aber wichtig ist, dass du neue Kontakte bekommst. Und das hängt mit Reichweite zusammen. Das hängt mit Sichtbarkeit zusammen, vor allem auf Facebook, weil das ist die größte Plattform und da kannst du die größte Dynamik entwickeln. Ich habe noch keine Network Marketing Firma entdeckt, die das wirklich abdeckt. Also aus meiner Sicht ist es enorm wichtig, dass du selbst dir so eine Plattform aufbaust, aber du brauchst keine Plattform, das ist viel zu kompliziert, sondern du nimmst einfach Facebook, machst eine private Facebook-Gruppe und dort stellst du dann die Inhalte rein. Genauso habe ich auch gearbeitet. Also es ist einfach zu duplizieren, die Leute können dort reinkommen, deine neuen Teampartner und du kannst dort wirklich auch die Community einfach aufbauen. Ja, so viel zu der Frage. Die nächste Frage kommt vom Tobias. Wie stellt es sich mit Double Content dar, wenn ich etwas poste und andere kopieren es? Fällt mir das nicht auf die Füße oder nur wenn ich selbst kopiere? Super Frage, wirklich super Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen. Was ist überhaupt Double Content?
Double Content ist doppelter Inhalt. Es ist etwas, was keine Social Media Plattform mag und aktuell wirklich sehr stark abgestraft wird. Auf Facebook, auf YouTube, auf TikTok, auf Instagram, überall. Das bedeutet, gerade im Network Marketing, wir bekommen einen Text oder einen Marketingplan oder ein Bild und alle Teampartner, alle Vertriebspartner in der Company nehmen dieses Bild, nehmen diesen Text. Dieser doppelte Inhalt wird bestraft, aber nur für diejenigen, die es dann nachmachen. Ja, kann ja nicht sein, dass der quasi der Initiator ist, der Originalautor ist, dass der bestraft wird. Facebook kann das sehr einfach feststellen. Wie kann man das feststellen? Na, wer es als erster gepostet hat. Es ist so. Das heißt, Sie können sehr einfach feststellen, wer ist der Erste, wer ist das Original. Und das ist eine riesen Problematik im Network Marketing mittlerweile, weil viele Firmen denken, wir geben unseren Partnern, ich finde es ja auch toll gemeint, das ist ja auch eine gute Intention, wir geben unseren Partnern Vorlagen, ja. Vorlagen für Social Media, Vorlagen für das, Vorlagen für das. Und das Schlimmste ist, dass die Partner das dann verwenden. Ja, also auf Social Media das zu verwenden ist sehr, sehr haarig. Das würde ich dir auf keinen Fall raten. Damit schießt du dich wirklich wahnsinnig ab. Ich war mal in so einem Projekt. Ja, ich kann davon ein Lied singen. Also ja, genau. Gut, ich glaube, ich werde doch lieber da mitschauen, weil die Fragen dann immer da irgendwie verschwinden. Ich schaue mal da. Ah, gut. Der Eugen fragt, das Willkommensposting ist wichtig, Fragezeichen, weil da ja die Namen gesehen werden, ist das okay? Also grundsätzlich das Willkommensposting, ich mach's auch, weil ich glaube, es gehört zum guten Ton, ich vergesse es manchmal und es hat jetzt keine große Auswirkung auf, wie soll ich sagen, auf den Erfolg der Gruppe. Ja, wir haben ganz andere Faktoren in der Gruppe, die viel wichtiger sind, aber ich denke, es ist eine gute, eine nette Maßnahme, dass man wen begrüßt und ich glaube auch, so wie man in eine Gruppe kommt, wie soll ich sagen, so fühlt man sich auch wohl. Jetzt würde mich interessieren, bist du vielleicht jetzt gerade neu in der Gruppe oder bist du schon länger in der Gruppe? Sag mal, wie lange du da bist. Ich glaube, es geht einfach um den guten Ton, es geht um ein Klima sozusagen, das man schafft. Und wenn ich jetzt sage, okay, herzlich willkommen, schön, dass du da bist und in welcher Network Marketing Company bist du, welche Produkte vertreibst du? Das darfst du jetzt auch reinschreiben, ja. Also ich finde das immer nett, wenn man sieht, in welcher Firma, und du kannst ruhig den Firmennamen jetzt reinschreiben, ja, also kein Problem, weil sonst ist es, glaube ich, schwierig, wenn du deine Firma beschreiben müsstest. Also du kannst den Firmennamen reinschreiben, Produkte, die du verkaufst, und dann natürlich auch, wo du wohnst, wo du her bist, weil da kann man auch ein bisschen immer sich connecten. Also das kannst du gerne machen und ja, ich denke, das ist jetzt nichts Erfolgsentscheidendes, aber es ist gut, ja. Und würde mich interessieren, wie lange ihr da so in der Gruppe seid. Ich schaue auf die nächste Frage, auf das nächste Thema. Die Monika fragt, mir fällt es immer schwer, Inhalte zu erstellen zum Thema Abnehmen ohne Sport, Diät, nachhaltig und gesund. Ich habe keine Angst, Reels zu erstellen oder Live-Video, mache aber immer nur über Abnehmen zu sprechen, finde ich langweilig. Ja, ich finde es auch langweilig. Muss es ja auch nicht. Also, den Tipp, den ich habe, ist, ich weiß ja nicht, Monika, ob du im Speakinar bist, vielleicht kannst du dazu schreiben. Wenn du im Speakinar bist, ist es ganz einfach. Ja, der Tipp ist, du schaust dir einfach heute noch den Content-Generator an im Speakinar. Ja, das ist die Lösung. Weil im Speakinar lernst du genau, wie man Inhalte erstellt. Und das ist ganz einfach. Dann fällt es dir auch einfach. Grundsätzlich glaube ich, dass bei dem Thema Inhalte erstellen, viele sich schwer tun und dass es im Network, dass es überhaupt nicht sein muss. Also ich glaube, dass viele falsch gelernt haben, Inhalte zu erstellen. Wie soll ich sagen? Wir haben gelernt im Network Marketing, wir sollen Produktpostings machen, wir sollen über die Firma sprechen, wir sollen das, wir sollen jenes, Marketingplan und so. Das ist überhaupt kein Inhalt. Ja, also der wird abgestraft. Im nächsten Jahr werden wir kaum solche Postings mehr sehen, weil diese künstliche Intelligenz das einfach abstraft. Ich finde es gut, ja, weil ich möchte das auch nicht sehen. Ich denke mal, was soll ich mit der Werbung? Also wenn ich irgendwo Werbung sehe, mich interessiert es nicht. Also dich wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen, der Tipp ist ganz einfach, dass du in der Zielgruppe denkst, dass du einfach schaust, was interessiert quasi die Zielgruppe. Es geht nicht so sehr um das Produkt oder dass du dich versteifst nur auf das Abnehmen. Nein, das muss man auch sagen. Also ich habe jetzt vorige Woche eine
eine Abnehmgruppe analysiert und das ist schon sehr, sehr spannend, weil die meisten immer die Wörter nehmen, abnehmen ohne Sport, abnehmen ohne Diät, abnehmen nachhaltig, abnehmen gesund. Ja, damit wirst du nicht viel reißen, weil damit bist du eine von vielen. Das heißt, die Idee ist, dass du beim Thema Abnehmen schaust, wo kann ich wirklich die Einzige sein? Und da gibt es ja eben im Speedinar diesen Punkt, der neue Weg, das wäre auch viel zu komplex, das zu erklären. Und das wäre mein Tipp, dass du da wirklich ganz andere, dass du beginnst, ganz neu zu denken, ganz anders zu denken. Also nicht so, wie eben alle denken. Das ist wichtig. Gut. So, jetzt schaue ich mal da. Okay, warte, ich schaue mal da runter. Also, wenn ich deine Frage übersehen habe, einfach nochmal rein, dann steigt die Chance, dass ich es dran nehme. wir haben noch eine Frage, eine ergänzende vom Tobias, wegen diesem Double Content, doppelten Inhalt, den nehme ich dazu, wenn sie gut passt. Nochmal kurz zum Thema Double Content. Ich stelle ein Reel in Facebook, lade es mir dann herunter, nutze es für WhatsApp als Status und von dort kann ich es direkt als Facebook Story hochladen. Das sollte alles okay sein, oder? Lass mich durchdenken. Du nimmst ein Reel, ladest es runter, gibst es auf WhatsApp und dort kannst du es direkt als Facebook Story hochladen. Ja, ich mache das manchmal, weil ich faul bin, manchmal einfach sag so, wie es ist und wenig Zeit habe dann und dann mache ich das. Ja, ideal ist es nicht, weil WhatsApp zum Beispiel der Status und Facebook Story und Reel, das sind drei verschiedene Arten der Kommunikation. Das heißt, im Idealfall hast du oder machst du ein Posting wirklich genau für diese Posting-Art. Weil die Uhren ticken ein bisschen anders bei jeder Posting-Art und deswegen würde ich das so nicht langfristig machen. Ich würde es machen so wie ich, wenn du sagst, na gut, ich habe jetzt wirklich keine Zeit, dann mache ich das mal, aber ich würde es nicht zur Gewohnheit machen. Genau. Gut. Nächste Frage. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Der Thomas fragt, ist das Beginner, entweder stehe ich auf der Leitung heute, ist das Beginner ein Dauerabo oder ein Produkt mit Ratenzahlung? Ach so, ja, schön wär's, ne? Dauerabo bis zu deiner Pension. Ne? Das Beginner ist ein Online-Kurs, den du einmalig zahlen kannst oder in gleich hohen Raten. Ja? Das heißt, du kannst dich entscheiden, kannst sagen, gut, ich zahle das einmal oder in Raten und die Raten haben ein Ablaufdatum, weil sie sind geteilt durch 12. Ja? Also die 12 Monate, ja, wenn du die möchtest, gibt es auch in 6 Monate oder ich weiß jetzt gar nicht mehr. Genau, also es ist kein Dauerabo in dem Sinn, sondern es ist einfach ein Produkt mit Ratenzahlung, ganz genau. Nächste Frage. Gut 2,5 Monate bei dir und fühle mich super wohl. Das ist schön, ja? Der Harald fragt, wie ist das mit dem Mehrfachposten des eigenen Contents in öffentliche Gruppe, Profil als Reel und Story? Ich verstehe es nicht. Vielleicht kannst du das ein bisschen noch ausführen. Wenn du bei den Fragen noch 2, 3 Sätze dazu schreibst, tue ich mir ein bisschen leichter, die noch gezielter zu beantworten. Genau. Da ist das Thema Audio Live. Was ist mit den Live-Audios? Wird es die noch geben? So wie die Brigitte hier richtig schreibt. Die werden mit 1.12. abgestellt. Da muss jetzt niemand weinen, weil ich kenne niemanden, der sie genutzt hat. Echt. Und das ist der Grund. Es ist einfach, ich finde es sehr, sehr gut, weil das ist abstellen, weil sie sich noch mehr fokussieren können. Schau, jede Firma hat 100% an Kapazitäten. Und das finde ich sehr, sehr gut von Facebook und sehr, sehr mutig und schlau. Das macht Google auch immer. Funktionen, die nicht genutzt werden, die abzudrehen und dann in Dinge zu investieren, die viel mehr genutzt werden. Und wir haben ja wahnsinnig viele neue Funktionen, die jetzt in den Facebook-Gruppen kommen. Also da kommt wirklich so viel, wenn du ja im Speedinar bist, hast du ja ohnehin die Info schon bekommen. Und deswegen macht es viel mehr Sinn, dann wirklich auf die Funktionen zu gehen, die genutzt werden. Und ich habe es 1-2 Mal genutzt, die Live-Audios. Ich fand es nicht schlecht, aber mir haben doch dann einige rückgemeldet. Live-Video finde ich noch cooler. Aber grundsätzlich das Audio-Thema, es kommt in anderer Form und es kommt klüger und es kommt einfacher. Nämlich nicht, dass man live gehen muss, sondern dass man alle in der Gruppe erreicht, wirklich alle Menschen, das ist crazy, was die da machen, alle mit einer Audio-Nachricht.
Und das ist wirklich viel besser gelöst als die Live-Audios, die, glaube ich, doch eine gewisse Hürde darstellen für viele im Network-Marketing. Also das Audio-Thema bleibt, aber es wird noch viel besser gemacht. Also das ist eine Weiterentwicklung. Genau. Okay. Gut, ich schaue dann weiter. Ich hoffe, das hilft dir. Bis daher. Jo. Genau. Der Ulf Patrick Speer hat einen Speer in der Hand. Nein. Fragt oder sagt, immer noch sehe ich, wie in öffentlichen Gruppen Produkte gepostet werden, sowie auch Vorher-Nachher-Bilder auch weiterhin verstärkt verwendet werden. Wann wird Facebook hierzu reagieren, wie von dir beschrieben? Und was bedeutet abgestraft, werden diese gelöscht? Grundsätzlich muss man hier ein bisschen unterscheiden. Es wird auch in 10 Jahren noch so sein, dass du in Facebook-Gruppen Postings siehst, wo Menschen Vorher-Nachher-Bilder reingeben, wo Menschen Werbung machen. Das wird auch in 10, 20, 30 Jahren so sein. Warum? Weil Facebook ja nicht das zensuriert. Das heißt, dass sie es löschen. Facebook lässt es zu. Das heißt, es kann jeder in eine Gruppe reingehen, in solche Werbegruppen und kann ein Posting machen. Das ist klar, dass man das auch weiterhin darf. Aber es wird abgestraft, weil dieses Posting eh niemand sieht. Das sieht man auch. Wenn man in diese Werbegruppen reingeht, ich meine, da ist ein Like dabei. Und das ist von dem meistens, der es erstellt hat. Ja? Also es sieht niemand. Die Leute glauben, wenn sie in diese Gruppe reingehen, wow, geil, 10.000 Leute, ja, und ich darf hier Werbung machen, cool, jetzt wird's richtig gut, jetzt kann ich richtig viel verkaufen. Sehen 3 Leute. Also das wird ja schon abgestraft, aber also ich finde es, ich sage nicht mal aber dazu, ich finde es richtig gut, weil diejenigen, die das machen, die denken, sie machen was richtig Gutes, sie finden super, Facebook hat gar nichts dagegen, weil ja, es nicht löscht Facebook und sie machen das weiterhin. Sollen sie es tun? In der Zeit machen diejenigen, die es wirklich verstanden haben, gute Inhalte und bekommen Kunden und Partner, nämlich echte. Und abgestraft bedeutet eben nicht, dass es gelöscht wird, sondern dass die Reichweite keine mehr ist. Also es wird angezeigt, aber wir haben keine Reichweite. Gleichzeitig, und das ist ein bisschen die Problematik dahinter, betrifft das nicht nur dieses eine Posting in der Gruppe, sondern es betrifft deinen Account. Das heißt, wenn ich jetzt als Willy Brokop bekannt bin, dass ich ein Spammer bin, dann kann ich auch solche Live-Videos nicht mehr machen, weil die auch dann nicht mehr angezeigt werden. Also Facebook sagt irgendwann, okay, jetzt ist Schluss, dein Account, du bist ein Spammer, du bist ein Werbemensch, dein Account, deine Gruppe und so weiter, das wird jetzt alles runtergezogen. Das heißt, der Account wird nicht gelöscht, ja, der Account wird nicht gelöscht, er wird halt massiv abgestraft. Und das ist mittlerweile auch das viel größere Problem im Network Marketing, weil so viele denken, sie machen die Arbeit richtig. Nehmen wir zum Beispiel Messenger-Nachrichten her. Bei Messenger-Nachrichten, weiß nicht, ob du das weißt, ist ja so, wenn du jetzt angenommen 50 Nachrichten schickst, oder machen wir 100, leichter zu rechnen, 100 schickst du und 10 werden beantwortet. Dann haben wir eine 10%-Quote. Viel zu wenig. Was passiert dann? Augenscheinlich für dich gar nichts. Die Nachricht geht durch, alles okay. Aber die Problematik ist, die Nachricht kommt nie an. Also wir haben ganz viele im Network Marketing, die sagen, ja, das ganze Messenger und so funktioniert nicht mehr. So nicht mehr, ist klar. Warum ist das so? Früher gab es ein Rufzeichen. Kannst du dich erinnern? Ein rotes Rufzeichen. Und da wurde man gewarnt, Achtung, irgendwas stimmt nicht, deine Nachricht geht nicht durch. Kannst du dich noch erinnern? Das war vor, ich weiß nicht, 1-2 Jahren. Also du hast irgendwas durchgeschickt, war in einem Blödsinn drin, ein Link oder du hast die 10. Nachricht durchgeschickt, auf einmal kam dieses rote Rufzeichen. Schon mal gehabt im Messenger, würde mich interessieren. Und ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt. Jetzt kommt dieses Rufzeichen nicht mehr. Aber die Nachricht kommt nicht an. Das heißt, wir haben ein massives Problem. Und das ist ja auch im nächsten Jahr, was zukommt und was wir jetzt schon haben. Wir haben viele, die aktiv sind. Wir haben viele im Network, die motiviert sind, die aktiv sind, aber die es völlig falsch machen. Das heißt, es geht hier nicht um Aktivität, also um Aktionismus, sondern es geht darum, die richtigen Sachen zu machen. Und die muss man natürlich vorher lernen. Also ja, das ist es. Ich hoffe, ich habe die Frage damit beantworten können. Genau. Eine Frage, die Evi fragt, wie bringe ich denn das Bidinar-Video in der Gruppe wieder nach oben? Naja, du kannst es einerseits als Featured fixieren oder du kannst einfach einen Kommentar einfügen, weil sobald du einen Kommentar schreibst, ist dein Video wieder oben. Genau. Die Miriam fragt oder sagt, ja, ich habe doch keine Reel-Funktion in meiner Gruppe. Würde mich interessieren, wer hat aktuell die Funktion Reels in der Gruppe? Hast du die schon?
würde mich interessieren, wie so der Stand der Dinge ist. Dann sage ich dir gleich was dazu. Trink mal was. Also hast du schon die Reels in deiner Gruppe? Nicht am Profil, in deiner Gruppe. Sag mal Bescheid, wie das bei dir ausschaut. Und wenn du jetzt in der Aufzeichnung bist und noch immer nichts reingeschrieben hast, sollst du jetzt ein schlechtes Gewissen bekommen. Wirklich, ich stehe da und ich rede und du machst nicht mit. Ja, also. Gleichzeitig möchte ich noch eines sagen. Mir ist aufgefallen, dass ihr ein bisschen ein müder Haufen seid mittlerweile. Also, darf das so ehrlich sagen. Jeder sagt, boah, toll, dein Video, super, bin weitergekommen, super, taugt mir alles. Und dann frage ich dich, warum gibst du es nicht weiter? Warum teilst du es nicht? Ja, also es ist ein bisschen lasch geworden. Da würde ich mich freuen, wenn ein bisschen der eine oder andere sagt, gut, Willi, ich unterstütze dich, ich mache das, ich gebe das weiter, ich teile das in der, was ich beim Messenger oder auf meinem Profil, in meiner Gruppe, whatever. Das ist schon ein bisschen auch so ein Zeichen von, na, wie soll ich sagen? Ich sag's ehrlich, wie siehst du, kennst mich ein bisschen auch von Respekt, wo man sagt, na gut, der gibt uns da free Infos, da kann ich ihn auch unterstützen, dass ich das einfach weitergib. Mir persönlich, ich finde das immer, wir kennen verschiedenste Modelle, auch die Go-Giver-Modell, ich sage immer geben und nehmen. Und da möchte ich dich schon ein bisschen ermahnen und sagen, na gut, wenn ich was bekomme, dann kann ich auch was weitergeben. Also, du musst dir nicht viel tun, du zahlst dir dafür nichts. Und deswegen, ja, also vielleicht löst es so einen Impuls aus, wo ich sage, na gut, ja, stimmt, das habe ich gar nicht gedacht. Ist ja für den Willi auch wichtig, dass wir das weitergeben. Und ja, dann bin ich noch mal motiviert. Wollte ich mal sagen, weil es mich ein bisschen gestört hat, ganz ehrlich. Gut, ich habe noch keine Reels-Funktion. Jetzt habe ich nicht geschaut, wie viele Reels haben. Ja, jetzt muss ich mal schauen. Ja, Reels laufen. Gibt es da viele jetzt, die keine Reels haben? Reels laufen. Habe ich nicht. Okay, also es ist so, dass diese Funktion noch nicht bei allen flächendeckend ausgerollt ist. Das ist so. Aber wir wissen seit der letzten Community Summit, der letzten Veranstaltung von Facebook, dass sie gerade dabei sind, das zu machen. Und du musst dir das vorstellen, das ist gar nicht so easy, dieses ganze Projekt. Das heißt, es kann sich nur mehr um Jahre handeln bei dir. Nein, es ist wirklich so, wenn es in deiner Gruppe noch nicht ist, du kannst es nicht wahnsinnig beeinflussen. Ja? Das, was mir aufgefallen ist, wenn man eine neue Gruppe macht, vor allem eine neue öffentliche Gruppe, dann hat man die zu 90% die Reels dabei. Wenn man im Beta-Programm ist von Facebook, dann hat man es dabei. Ins Beta-Programm kommst du, wenn du eine Android-Version hast und bei deinem Play Store auf Facebook gehst und dort gibt es dann ein Beta-Entwicklungsteam. Ich habe mal ein Reel drüber gemacht, wie man da reinkommt. Also wenn ich da einfach hier mal eingeben, Beta, Facebook Beta und dann wirst du da hinkommen. Das ist mir noch aufgefallen, aber grundsätzlich kannst du es nicht wirklich wahnsinnig beeinflussen. Schau nur, ob deine Facebook-App aktuell ist. Das stelle ich auch oft fest, dass man die nicht immer aktualisiert. Wenn du es nicht aktualisierst, dann kann es sein, dass du es auch nicht dabei hast. Das sind so ein bisschen die Sachen. Ja, gut, das sehe ich. Habe ich, okay. Genau. Gut. Okay. Ja, genau. Die Michaela sagt, ich gebe dich ab sofort weiter, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich habe mir es gedacht, weil ich ja aktiv auch gar nicht frage, bin ja auch selber schuld. Ich sage ja auch nicht, hey, bitte, könntest du mich unterstützen, gib's weiter. Wo ich das letzte Mal gemacht habe, musst du dir vorstellen, das letzte Mal wirklich so aktiv, war im März 2021. Da möchte ich wirklich bedanken. Das war damals mein Speedinar-Launch von dem Video und das ist über 700 Mal weitergegeben werden. Also ich weiß ja, wenn ich dich was bitte, dann, ja, dann die meisten kommen dem auch nach. Kostet dir auch nichts, schadet dir auch nicht. Also vielleicht denken manche, wenn ich das jetzt weitergebe, schadet es mir. Habe ich auch schon nachgedacht. Der eine oder andere sagt, na gut, wenn das jetzt meine Konkurrenten auch sehen, dann schadet es mir. Aber das ist so ein Mangeldenken. Wenn du das denkst und denkst, okay, ich gebe das nicht weiter, weil es könnte mein Konkurrent sehen oder meine Upline oder meine Sideline und die nehmen mir die Leute weg, dann solltest du wirklich ein bisschen an deinem Mindset arbeiten, weil das ist dann ein wirkliches absolutes Mangeldenken. Und da ist dann völlig egal, ob du mein Video weitergibst oder nicht, weil irgendwo, du hast eine Angst und das muss überhaupt nicht sein. Oder was könnte noch deine Angst sein? Dass Facebook dich bestraft. Ja, Facebook wird dich massiv bestrafen, wenn du ein Video weitergibst, was viele Menschen anschauen, wo sie dabei bleiben, was hoffentlich guter Inhalt ist. Also nein, wird auch nicht sein. Facebook wird dich nicht bestrafen. Also es gibt eigentlich keinen Grund. Vielleicht fällt dir einer ein. Mir fällt jetzt aktuell keiner ein, außer dass ich noch nie gefragt habe. Also schauen wir mal. Okay. Gut. Ja, da sehe ich vom Dennis eine Frage. Das ist aber eine Frage, die wir im Speedy dann besprechen werden.
im nächsten Training. Da werdet ihr ein E-Mail bekommen in den nächsten Tagen. Da werden wir ein Training machen, ein Speedinar-Training, und wir werden da auch eine neue Einteilung der Arbeitsgruppen machen. Für die, die es nicht wissen, eine Arbeitsgruppe sind 3-4 Personen, die durch Zufall zusammen gewürfelt werden, und das wirst du dann in den nächsten Tagen per E-Mail bekommen. Bitte keine Nachrichten schicken, wann ist das und so, sondern du kriegst es per E-Mail mit, also du bist ja im E-Mail-Verteiler drinnen. Ja, die, die nicht im E-Mail-Verteiler sind, auch die nicht im Speedinar sind, die sollten das nachholen auf willibrocko.at, einfach eintragen, dann versäumst du nichts. Und ja, ich tue mal weiter. Für die, die nicht wissen, was das Speedinar ist, auch das noch, weil ich das sehe, das Speedinar, hier siehst du ein Pop-up, einfach mal draufgehen auf das Infovideo, dann erfährst du das. Gut, der Eugen fragt, ich habe von meinem Profil, warte mal, über 60 Freunde in meine Gruppe eingeladen. War wahrscheinlich nicht so gut. Grundsätzlich ist es nicht gut, dass du das machst. Eigentlich crazy, aber es ist wirklich nicht gut. Bei 60 ist es kein Drama. Ich möchte es kurz erklären für die, die es noch nicht wissen. Ich habe es schon mal erklärt. Wenn du Freunde nimmst, Facebook-Freunde, in deine Gruppe einladest, musst du dir 100% sicher sein, dass die in diese Gruppe wollen. Wenn du aber Freunde nimmst, wo du nicht weißt, ob die da rein wollen, zum Beispiel deine Schulfreunde, deine Klassenfreunde und deine vom Sportverein und die vom Schachverein und die ganzen Trainingsweltmeister und die ganzen Trainer, die Deutschlandtrainer, die wissen, wie Deutschland richtig spielt, damit sie gewinnen. Wenn du die alle einladest in die Abnehmgruppe, dann wird das böse enden, weil die Leute werden kein Mitglied, und wenn sie Mitglied werden, noch schlimmer, sie werden dann Inhalte nicht anschauen, weil sie warten ja auf die Inhalte von der Bild-Zeitung, wie eben Deutschland gespielt hat, oder sie warten darauf, dass ihnen wer sagt, wie schlecht die Welt ist und so, aber du sagst ihnen, wie gut die Welt ist, und du sagst ihnen zum Thema Abnehmen, Bitcoin, was auch immer. Wenn die Leute die Inhalte nicht konsumieren, dann hast du eine sehr schlechte Aktivität in der Gruppe. Schlechte Aktivität heißt, Facebook sagt, diese Gruppe empfehlen wir nicht weiter. Und das hat dann schon im nächsten Jahr immer größere Auswirkungen, weil wir ja die künstliche Intelligenz haben. Das heißt, Facebook nimmt eine Gruppe und schlagt sie anderen Personen vor. Also deswegen, bei 60 Freunden ist es jetzt kein Drama, aber grundsätzlich, ich würde es nicht mehr tun. Warum auch? Warum soll man das tun? Ja, es gibt ja ganz andere Möglichkeiten, zum Beispiel für die, die im Speedinar sind, die Game-Changer-Möglichkeit. Ich nutze sie. Wenn jemand bei mir Follower wird, kriegt er sofort eine Einladung. Aber er kriegt eine offizielle Einladung von Facebook, eine Funktion, die Facebook wirklich möchte. Also nicht so wie hier mit den Gruppen einladen, sondern die Facebook wirklich will. Und dann erreiche ich meine ganzen Follower. Oder ich schaue einfach, dass die Leute automatisch reinkommen, indem ich die Gruppe richtig gut optimiere. Genau. Okay, ich schaue jetzt mal da ein bisschen nach unten. Da ist die Frage, ist es doppelter Inhalt, wenn ich ein Reel mache? Ich hoffe, du weißt, was ein Reel ist, ein Kurzvideo. Es nicht in meiner Gruppe teile, sondern herunterlade und dann in meine Gruppe einstelle mit Text dazu. Ja, das ist doppelter Inhalt. Das ist die Definition. Das heißt, immer dort, wo wir runterladen und es dann wo hochladen, das ist doppelter Inhalt. Jetzt ist die Frage die an die Miriam, die das geschrieben hat. Ich bin ein saufauler Mensch eigentlich. Ich mache eigentlich nur das, was ich machen muss. Ist wirklich so. Jeder denkt, okay, ja, ich bin schon aktiv, aber ich bin auch faul. Ich mache die Sachen, die wichtig sind. So, und jetzt ist die Frage für mich, gerade bei einem Reel, bei einem Kurzvideo, warum sollte ich das tun? Weil das Runterladen, Hochladen, Bearbeiten dauert länger, als wenn ich einfach die Facebook-App öffne, beim Spazierengehen, in die Gruppe gehe und sage, ja, hallo, was ich dir noch sagen wollte, fertig. Es ist wirklich so einfach. Es gibt so viele, die das so kompliziert machen, das ganze Thema Inhalte erstellen, aber eigentlich ist es wirklich so einfach, und deswegen, das mit einem Inhalt dann 20 Mal vermarkten, musst du nicht. Also das geht eigentlich einfacher. Ja, genau. Genau, ich stehe noch am Anfang, ich habe auch erstmal nur Freunde eingeladen, damit ich überhaupt erstmal Mitglieder habe. Irgendwann aussortieren, ja. Da würde ich dir empfehlen, ich würde es auch nicht am Anfang wirklich machen. Also ich würde es am Anfang nur machen bei Leuten, die dich wirklich mögen, die Kunden sind von dir und die dort rein wollen. Dann ist es okay, aber sonst, wenn du dir nicht sicher bist, dann würde ich es nicht tun. Genau.
Der Harald sagt, ich erstelle ein Reel in der öffentlichen Gruppe und teile es in meinem Profil. Mache ich auch manchmal. Ist nur die Frage, warum. Man kann es tun, es ist kein Fehler, aber es geht noch besser, es geht noch anders, sagen wir so. Gut, ich schaue noch, eine Frage nehme ich noch dran. Genau, die Susanne fragt oder sagt, wie kann es sein, dass ich bei allen anderen Gruppen sehe Follower und bei meiner steht noch Mitglieder? Ja, weil du so eine Gruppe hast wie ich. Ich glaube, bei meiner steht auch noch Mitglieder. Du kannst das nicht beeinflussen. Also, was die Susanne hier meint, ist, es gibt ja die Umstellung von Mitgliedern. Mitglieder heißen nicht zukünftig, also heißen zukünftig nicht mehr Mitglieder, hin zu Followern. Ich finde das auch besser, weil die Leute damit mehr anfangen können. Mitglieder sind immer so, ist das ein Abo und muss ich da dabei sein und so? Na, möchte ich nicht, Berührungsängste. Follower ist mal ganz easy. Wir können es nicht beeinflussen. Es wird wahrscheinlich in dem Jahr noch sein. Nimm es, wie es kommt. Und ja, also, das ist so meine letzte Antwort. Gut, ich wünsche dir einen schönen Tag, einen schönen Start in die Woche. Ich meine, wir haben heute Dienstag, weiß ich schon, aber naja, die Woche ist noch kurz. Und ich hoffe, es hat dir geholfen. Wenn es dir geholfen hat, sag's weiter, teils, würde mich wirklich freuen. Und ja, für die, die im Speedinar sind, da kommen in den nächsten Tagen eine E-Mail-Einladung wegen dem nächsten Training, Zoom-Training und auch die Arbeitsgruppeneinteilung. Ich hoffe, das war das eine oder andere dabei. Sagen wir mal, das wäre noch interessant, ob eine Sache dabei war, die dir geholfen hat und welche. Das ist gleich ein Learning für dich, weil es würde mich auch interessieren, welche eine Sache hat dir heute geholfen? Ich hoffe, es gibt eine. Und die gleich umsetzen. Also eine Sache reicht und die umsetzen. Also, alles Gute. Rock it. Bye bye. Ciao, ciao.